ich stehe gerade vom Apple für Hannover seit 7 Uhr morgens und anscheinend gibt es noch iPhone X mit 64 GB im Space Grau und jetzt werden Termine zur Abholung vereinbart und mal schauen, ob ich noch eins bekomme. Ich konnte bei ihm einen 64 GB iPhone X in Space Grau reservieren und warte jetzt darauf, dass ich es abholen kann. Ich habe so einen QR-Code zugeschickt bekommen, keine Uhrzeit. Ich warte jetzt noch, was passiert. So, jetzt sind es noch ungefähr 15 Leute vor mir. Vielleicht gibt es ihn noch. Das Ding. Wer jetzt noch kommt, kommt wohl tatsächlich auch noch eins mit 64 GB im Space Grau, also ein paar sind noch da. Wollten mir nicht sagen, wie viel sie heute schon insgesamt verkauft haben. Viele wollten eigentlich nach einer anderen Größe oder einer anderen Farbe haben, also 256 GB oder eben weiß, haben dann aber einfach nur, weil es da war, weil sie unbedingt ein Gerät haben wollten, dann eben doch diese Variante genommen. In der Schlange hieß es, die ersten Leute haben sich gegen 17 Uhr angestellt. Andere behaupten halt schon um 10 Uhr morgens, gestern, das im November, schon sportlich. So, jetzt bin ich wieder in der Redaktion und hier ist das Ding. Das neue iPhone X. Und gibt es eine Laschung? Weg. Ein bisschen Pappe. Zur Begrüßung und natürlich ganz wichtig den Apple-Sticker. Da ist das iPhone ebenfalls in Folie verpackt. Schon glänzend. Wir haben uns ja für die schwarze Variante entschieden. Ein Netzteil. Die Apple EarPods. Mit Lightning-Anschluss und einen Lightning-auf-Klinke-Adapter, wenn man noch andere Kopfhörer anschließen möchte. Dazu gibt es ein normales Lightning auf USB-Typ-A-Kabel. Die SIM-Karte kommt immer noch an der Seite rein. Schön, es glänzt so ein bisschen wie so ein Mac Pro hier an der Seite. Einrichtungsbildschirm. So, jetzt geht auch der Schnellstart los und bietet eben an, wenn ich schon ein altes iPhone mit iOS 11 habe, es in die Nähe zu legen, um dann Daten zu übertragen. So, und jetzt geht es auch los mit der Konfiguration von Face ID. Den Home-Button gibt es ja nicht mehr. Jetzt wird nur Gesicht entsperrt. Fühlt sich wie die anderen iPhones recht wertig an. Ich würde sagen, ähnlich wie ein iPhone 7 oder 8 von der Größe, aber dafür mit einem wesentlich größeren Display. Das merkt man ja schon. Entsperrt auch relativ flott. Ich muss aber immer noch mal nach oben wischen, damit der Bildschirm dann auch wirklich entsperrt ist. Ist relativ glatt, also ich werde da auf jeden Fall eine Hülle drum machen. Jetzt gehen wir mal ab ins Labor.